Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Basti, das gibt's doch eigentlich gar nicht, oder? Im dritten Anlauf hier am Grünwalder Stadion wieder keine Punkte. Wie kannst du das erklären? Haben unsere Chancen nicht gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel. Waren einmal unsortiert, da haben sie ihre Chance genutzt. Hatten noch einen von Mölders, den Prollo Superheld. Aber ich glaube, wenn wir unsere Chancen hier nutzen, haben wir die hier ganz entspannt weg, glaube ich. Ja, erstmal ist es brutal enttäuschend. Ich glaube, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Das ist meistens so in einem Topspiel und da entscheiden halt Nuancen. Wir haben, glaube ich, ein oder zwei Minuten die hundertprozentige Chance auf das 1-0 durch Ramsey. Er macht ihn leider nicht und dann ist es am Ende ein bisschen zu wild geworden, da waren wir zu unsortiert. Das darf uns nicht passieren, da müssen wir hier die Null halten und da müssen wir den Punkt mitnehmen. Und dann kriegen wir halt am Ende so ein Scheißtor und das entscheidet dann halt ja, dieses Spiel. Ja, das 68 ja eigentlich ganz gut im Griff und dann eben einmal nicht. Wie konnte das passieren? Ja, es ist ein Spitzenspiel. Ich glaube, wir hatten einen Freistoß, der wurde schnell ausgeführt. Da waren wir unsortiert, das hätte man nicht machen dürfen. Und vor allem auch schnell ausgeführt und den Gegner genau in den Fuß gespielt. Das war nicht gut. Und wir waren unsortiert, das ist eine doofe Mischung. Und ich glaube, dann direkt in dem Zug fällt dann 1-0. Ich glaube, Paul war nicht im Zentrum, der war noch auf außen, halt, weil er helfen musste. Und wir waren einfach nicht sortiert, konnten keinen Zugriff kriegen. Und dann ist Ele im Strafraum im 1 gegen 1, was unfassbar schwer ist zu verteidigen. Macht, glaube ich, noch einen Schritt, kriegt ihn durch die Beine, wie es halt so blöd halt ist. Und der kullert halt dann ins lange Eck. Einmal nicht da gewesen und dann kriegst du es halt. Und ich denke aber, dass wir mehr Chancen für ein Tor hatten und die deutlich besseren. Und da müssen wir gucken, dass wir die jetzt demnächst wieder machen. Vor allem, du hattest ja die Chance gehabt, auch in der zweiten Halbzeit nach einer Ecke von Paul Will den Ball zu versenken im Tor. Ja, was soll ich sagen? Ich versuche ihn aufs Tor zu bringen, treffe ihn ganz gut. Der Torwart hält den, dafür ist er auch letztendlich im Tor da. Aktuell fehlt mir persönlich noch das Glück für ein Tor, aber ich glaube, dass ich nah dran bin. Ich werde weiter hart arbeiten und dann glaube ich auch, dass das demnächst gelingen wird. Christoph da Ferner musste schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden nach einem Zweikampf. Hast du schon irgendeine Info, wie es ihm geht? Nee, weiß ich nicht. Er wird einen Schlag, glaube ich, aufs Sprunggelenk bekommen. Muss man jetzt die Tage mal ärztlich untersuchen und dann schauen wir, was ist. Wir hoffen, dass er nicht so schlimm ist und er dann beim nächsten Spiel wieder dabei ist. Nach 8 Spielen, die ihr ungeschlagen wart, jetzt wieder in der Niederlage. Was bedeutet das für Dynamo im Aufstiegsrennen? Ja, das ist, dass wir hier verloren haben, dass wir immer noch Spitzenreiter sind, dass wir immer noch einen Punkt vorne liegen und dass wir da auch am Ende bleiben wollen. Und jetzt heißt es, ja, die Fehler analysieren, Mund abwischen und dann kommt das nächste Topspiel und da müssen wir dann 3 Punkte zu Hause behalten und dann sieht die Welt wieder anders aus. Jetzt habt ihr erstmal Zeit, euch zu regenerieren, spielfreies Wochenende und dann der Kracher gegen die Tabellenzweiten, gegen Hansa Rostock. Wie sehr freust du dich drauf, auf das Spiel? Extrem, ich freue mich super, super drauf, weil das auch bei uns ist. Wir sind zu Hause richtig, richtig gut. Und haben jetzt mehr Wut als je zuvor und von daher glaube ich, werden wir Rostock alles abverlangen und werden da versuchen, einen Sieg rauszuholen. Basti, vielen Dank und alles Gute dafür. Ciao.